Es kann natürlich schon mal vorkommen, dass man den Satz des Pythagoras mehrmals anwenden muss, um zu einer Lösung zu kommen. Zum Beispiel bei dieser Aufgabe, wo ein Würfel gegeben ist mit der Kantenlänge a. Und jetzt soll man innerhalb dieses Würfels eine bestimmte Strecke berechnen, die geht von dem Punkt P, und das ist die Mitte dieser oberen Kante, zu der unteren rechten Ecke Q. Man soll diese Strecke PQ jetzt in Abhängigkeit von der Seitenlänge a des Würfels ausdrücken. Ja, zunächst mal braucht man ein rechtwinkliges Dreieck, um irgendwie mit Pythagoras weiterzukommen. Wir suchen also ein rechtwinkliges Dreieck, in dem die gesuchte Strecke PQ vorkommt, und da bietet sich Folgendes an. Ich gehe also hier senkrecht runter. Und von diesem Lotfußpunkt, also da, wo die Senkrechte auf der Kante aufkommt, auf der unteren Kante aufkommt, gehe ich schnurstracks zum Punkt Q. Ja, kleine Zeichenungenauigkeit sei mir nachgesehen. Und hier ist also jetzt das rechtwinklige Dreieck, der rechte Winkel in dieser Ecke. Ja, jetzt muss man sich überlegen, hilft dieses Dreieck tatsächlich weiter? Von dieser Seite wissen wir, dass sie der Kantenlänge a entspricht. Von der unteren Seite, also der zweiten Kathete in diesem Dreieck, wissen wir zunächst mal gar nichts. Also nenne ich diese Seite x. Jetzt wäre es natürlich gut, auch diese Seite hier irgendwie in Abhängigkeit von a darstellen zu können. Und hier benötigt man ein zweites rechtwinkliges Dreieck. Und man kommt eigentlich schnell drauf, dass folgendes Dreieck weiterhelfen könnte, das, welches ich jetzt rot schraffiere. Denn dieses Dreieck enthält die Seite x und ist ebenfalls rechtwinklig, und zwar an dieser Stelle, an dieser Ecke. Also, wir arbeiten jetzt mit zwei Dreiecken. Die eigentlich gesuchte Strecke PQ ist in dem großen schwarz gezeichneten Dreieck enthalten, und eine kleine Nebenrechnung wird nötig sein, und die bezieht sich auf das rot schraffierte rechtwinklige Dreieck, und mit dem wollen wir vielleicht mal beginnen. Also zum roten Dreieck. Da wenden wir jetzt den Pythagoras an, und der sagt: Kathete zum Quadrat, also a Quadrat, plus zweite Kathete zum Quadrat. Naja, wie lang ist die? Genau die Hälfte von a. Ergibt gleich die Hypotenuse zum Quadrat, also x Quadrat. Natürlich ist das eine räumliche Zeichnung, und vielleicht ist der ein oder andere dadurch irritiert, dass die Hypotenuse hier auf den ersten Blick kürzer ist als die Kathete. Das hat natürlich mit der Perspektive zu tun. Am besten immer am rechten Winkel orientieren, der ist an dieser Ecke. Und dann liegt die Hypotenuse gegenüber. Das ist das treffsicherste Erkennungsmerkmal für die Hypotenuse, gegenüber vom rechten Winkel. Also die beiden Katheten jeweils quadriert und addiert ergeben dann die Hypotenuse zum Quadrat. Das ist recht nützlich, und wir können es eigentlich gleich mal so stehen lassen für die Hauptrechnung. Und jetzt kommen wir zu dem schwarz gezeichneten Dreieck, in dem ist x eine Kathete. Also auch hier wieder Pythagoras. Wir fangen mit der ersten Kathete x an. X Quadrat
plus zweite Kathete, also a Quadrat, ergibt die Hypotenuse, und das ist die eigentlich gesuchte Seite oder Strecke, PQ zum Quadrat. Und erinnern wir uns, was wir eigentlich wollen. Am Ende wollen wir PQ als Term, in dem a vorkommt. Ja, dann haben wir PQ in Abhängigkeit von a ausgedrückt. Und das stört natürlich jetzt x Quadrat, aber nicht umsonst haben wir uns oben schon über x Quadrat Gedanken gemacht. Und jetzt können wir statt x Quadrat einfach diesen Term von oben übernehmen und einsetzen. Also schreibe ich a Quadrat plus a halbe zum Quadrat. Das schreibe ich also jetzt anstelle von x Quadrat. Das a Quadrat kommt natürlich dazu. Und insgesamt ergibt sich pq zum Quadrat. Ja, und jetzt bin ich schon ziemlich weit. Ich habe eigentlich jetzt einen Term, in dem nur noch a vorkommt. Und wenn ich den jetzt noch vereinfache und am Ende die Wurzel ziehe, dann habe ich das, was gesucht ist. Beim Vereinfachen kann ein Fehler passieren, und zwar, dass man vergisst, beim Auflösen dieser Klammer auch den Nenner zu quadrieren. Also da muss natürlich dann 4 stehen. Und a² plus a² kann ich natürlich gleich mal zu 2a² verarbeiten. Ja, und jetzt rechnen wir wie Äpfel, wie mit Äpfel und Birnen. Also wir haben 2 Äpfel, a² sei jetzt mal mein Apfel, und dann kommt ein viertelter Apfel dazu. Also habe ich insgesamt 2 1/4 a². Und schreiben wir es erstmal so hin. Ich will ja am Ende die Wurzel ziehen, und da ist vielleicht statt dieser gemischten Zahl ein Bruch besser. Machen wir also aus 2 1/4 9/4. Jetzt die heiß ersehnte Wurzel. Dann ist die Wurzel aus 9/4 natürlich 3/2. Die Wurzel aus a² ist a. A ist ja positiv, also muss ich mir über das Vorzeichen keine Gedanken machen. Und ich habe damit die Lösung für die Strecke PQ, also für deren Länge, 3/2 a. Also nochmal die Vorgehensweise. Wir suchen zunächst ein rechtwinkliges Dreieck, in dem PQ vorkommt. Und das war dieses schwarz gestrichelte Dreieck. Eine Kathete war bekannt, A. Die andere mussten wir uns dann über ein zweites geeignetes Dreieck, das war das rot schraffierte, rechtwinklige Dreieck, erklären bzw. auch nach A darstellen. Und das ist uns ebenfalls dann mit Pythagoras gelungen. Mit dem roten Dreieck begonnen, einen Ausdruck für x² gefunden und den in der Hauptrechnung dann eingesetzt. Das Ganze vereinfacht und am Ende die Wurzel gezogen. So funktioniert das, wenn man unter Umständen auch mal 2 Dreiecke bzw. 2 Anwendungen von Pythagoras benötigt.